Hallo liebe Klasse 6b, herzlich willkommen zum neuen Mathe-Video. Heute braucht ihr die folgenden Materialien. Matheheft, kariertes Papier, da reicht eigentlich ein Papier aus, also vielleicht aus eurem Block. Einen Bleistift, eine Schere, ihr braucht tatsächlich heute auch einen Kleber und dann noch euer Mäppchen mit zusätzlichen Stiften. Gut, wir legen mal direkt los. Ihr braucht das zusätzliche Blatt Papier. Bei mir ist es sogar ein Schmierpapier, das ich nicht mehr brauche und ich benutze die Rückseite. Das reicht vollkommen aus. Und wir zeichnen jetzt mal zwei gleich große Dreiecke. Und bei den Dreiecken, jetzt ist mir mein Geodreieck runtergefallen. So, bei den Dreiecken ist es erstmal egal, wie genau die aussehen. Es gibt ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Ich erkläre es euch mal. Also für die Dreiecke wählt ihr euch auf diesem Blatt Papier einfach mal irgendwo ein Kästchenkreuz aus und macht da eine leichte Markierung. Und von diesem Kästchenkreuz geht ihr jetzt einfach mal jeder für sich eine beliebige Anzahl an Kästchen nach unten oder auch an Zentimetern. Es ist wirklich egal. Ich mache jetzt einfach mal diese Anzahl an Kästchen hier. Waren, glaube ich, 6,5 cm, aber wirklich, ihr könnt ja auch 5 cm nehmen oder 4 oder 8, das ist ganz egal. So, und jetzt bin ich ja hier auf so einer neuen Kästchenlinie angekommen. Und hier mache ich jetzt mal einmal links und einmal rechts einfach zwei weitere Markierungen. Ich mache das mal hier. Und dann noch hier, und das dürft ihr euch selbst aussuchen. Wichtig ist nur, dass ihr auf dieser Linie bleibt. Und dann verbinde ich diese Markierungen zu einem Dreieck. Ich passe wieder auf, dass ich ganz ordentlich und sauber zeichne. So, und genau dieses Dreieck müsst ihr jetzt noch ein zweites Mal darunter zeichnen. Jetzt müsst ihr halt Kästchen zählen. Also ich zeichne das direkt hier darunter nochmal. Der Abstand ist egal, weil wir die gleich ausschneiden. Und jetzt müsst ihr halt zählen, wie viele Kästchen sind es hier. Die tragt ihr dann nach hier unten auf. Und wenn ihr dann hier angekommen seid, zählt ihr, wie viele Kästchen seid ihr nach links gegangen, wie viele nach rechts. Und dann könnt ihr das Dreieck zweimal zeichnen. Und ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Und ich habe die Dreiecke auch schon mal unterschiedlich angemalt und das Ganze sieht dann bei mir so aus. Mein Tipp ist, da wir es gleich ausschneiden, dass ihr erst so einmal drüber schraffiert und es dann ausschneidet. Also, ihr zeichnet jetzt zwei verschiedene Dreiecke und ihr seht auch schon, die Dreiecke jetzt sind größer als die vorher, aber es ist egal, solange ihr diese Regel beachtet, wie man das Dreieck zeichnet. Also, zwei Dreiecke zeichnen, zwei gleiche. Sie schraffieren in zwei unterschiedlichen Farben und dann ausschneiden. Ich mache jetzt Pause, weil ich auch ausschneide. Ihr drückt auch auf Pause, weil ihr jetzt, glaube ich, erstmal zeichnen, anmalen und schneiden müsst. So, ich bin mit dem Schneiden fertig. Ihr hoffentlich auch. Hier seht ihr meine beiden Dreiecke und meine Schere, denn wir machen jetzt schon weiter. Und zwar ist es jetzt eure Aufgabe, aus diesen beiden Dreiecken ein Rechteck zu formen. Nochmal kurz Wiederholung, was war eigentlich ein Rechteck? Ein Rechteck ist ein Viereck mit vier rechten Winkeln und das einfachste Beispiel für ein Rechteck ist immer unser Mathebuch. Das ist zum Beispiel ein Rechteck. Okay, eure Aufgabe ist es, aus diesen beiden Dreiecken ein Rechteck zu formen. Und ihr habt ein Hilfsmittel, nämlich die Schere. Was ihr machen dürft, ist ein einziges Dreieck verschneiden, aber mit nur einem einzigen Schnitt, der entlang der Kästchenlinien geht. Also Wiederholung, aus beiden Dreiecken ein Rechteck formen. Als Hilfsmittel dürft ihr die Schere verwenden.
Ihr dürft eines der Dreiecke zerschneiden, aber nur mit einem Schnitt entlang einer Kästchenlinie. Gut, ich drücke wieder auf Pause. Ihr überlegt mal, denkt nach, wenn ihr euch nicht so sicher seid, dann lieber nochmal genau nachdenken, bevor ihr sofort anfangt mit Schneiden. Oder ihr zeichnet euch nochmal zwei Übungsdreiecke und probiert es damit aus. So, ich hoffe, ihr seid schon auf die Lösung gekommen. Ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt mein rotes Dreieck hier durchgeschnitten. Und jetzt kann ich diese Teile nach oben umklappen. Dann kann ich die zusammenpuzzeln mit dem blauen Dreieck. Und jetzt kann ich ein Rechteck legen. Und dieses Rechteck sehen wir jetzt, besteht aus den beiden Dreiecken. Das Dreieck musste ich dazu halt verschneiden, aber das macht ja nichts. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz genau an, wo ich das rote Dreieck auseinandergeschnitten habe. Und ihr seht jetzt hoffentlich, dass ich gerade entlang einer Höhe geschnitten habe. Wenn das jetzt zum Beispiel die Seite C ist hier unten, dann habe ich gerade entlang der Höhe C geschnitten. Und dann kann ich diese beiden Teile hier hochklappen. Was wir jetzt als nächstes uns überlegen wollen, ist, wie lautet denn der Flächeninhalt von so einem Rechteck? Und da müsst ihr jetzt vielleicht mal nachgrübeln, das habt ihr in Klasse 5 gemacht. Der Flächeninhalt von einem Rechteck, den kürzt man ja mit einem a ab, also jeden Flächeninhalt. Und weil es um ein Rechteck geht, kann ich hier unten drunter noch so ein kleines Rechteck dazu zeichnen. Okay, und ich hoffe, ihr wisst, dass ich den Flächeninhalt eines Rechtecks, jetzt habe ich hier was Falsches aufgeschrieben, berechne, indem ich die Länge mit der Breite multipliziere. Die Länge wäre in dem Fall zum Beispiel das hier. Und die Breite wäre diese Seite. Also, um das Rechteck, um den Flächeninhalt vom Rechteck zu bestimmen, berechnen wir Länge mal Breite. Was ich in dem Video heute mit euch besprechen möchte, ist, wie kann ich den Flächeninhalt von einem Dreieck bestimmen? Und dazu nehmen wir uns zur Hilfe, dass wir gerade aus zwei Dreiecken ein Rechteck gelegt haben. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wenn das hier die Länge ist, und das hier die Breite, ja, dann kann ich doch mal schauen, wo finde ich denn meine Breite noch? Also das ist die Breite. Das ist bei mir übrigens 9,5 cm. Dann kann ich doch mal einfach schauen. Ja, die Breite ist ja auch überall hier drin. Das heißt, ich könnte meine Breite auch genau hier einzeichnen. Also das hier ist ebenfalls meine Breite. So, und jetzt erkennen wir doch diese Breite von meinem Rechteck. Das ist doch nichts anderes als die Höhe von dem blauen Dreieck. Das heißt, wir können den Flächeninhalt von unserem Rechteck auch so aufschreiben, indem wir die Länge, das heißt die Seite von dem Dreieck, mit der dazugehörigen
Höhe multiplizieren. Also, wir haben diese Seite vom blauen Dreieck und multiplizieren die mit der Höhe vom blauen Dreieck. Und dann bekommen wir den gesamten Flächeninhalt von diesem Rechteck raus. Ja, aber was müssen wir denn jetzt machen, wenn wir nur den Flächeninhalt von dem Dreieck haben möchten? Dazu müssen wir uns nochmal überlegen, dass das ja zwei gleich große Dreiecke waren. Das heißt, wenn ich das rote und das blaue Dreieck hier gleichzeitig habe, dann habe ich die beiden doppelt. Und wenn ich jetzt das rote Dreieck wegnehme, dann habe ich nur noch die Hälfte von meinem Rechteck da, weil das eben gerade zwei gleiche Dreiecke waren. Beide Dreiecke zusammen bilden das Rechteck. Und wenn ich jetzt ein Dreieck beiseite nehme, dann habe ich die Hälfte von meinem Rechteck entfernt. Das heißt, ich muss hier mal auf so einem kleinen Schmierzettel weiterschreiben. Wir schreiben gleich noch zusammen alles gemeinsam auf. Wenn ich den Flächeninhalt von meinem Dreieck berechnen möchte, von dem blauen Dreieck, dann muss ich jetzt die Seite vom Dreieck mit der dazugehörigen Höhe multiplizieren. Aber ganz am Ende muss ich alles noch durch zwei teilen, weil ansonsten, wenn ich nicht mehr durch zwei teilen würde, ja, dann würde ich doch den gesamten Flächeninhalt vom Rechteck berechnen. Ich will ja aber nur die Hälfte, nämlich das Dreieck. Und das heißt, ich muss dann nachher noch alles durch zwei teilen. Also, wenn ich die Länge von einem Dreieck mit der dazugehörigen Höhe multipliziere und dann das Ergebnis durch zwei teile, dann erhalte ich den Flächeninhalt eines Dreiecks. Sehr schön. Das wollen wir jetzt mal gemeinsam aufschreiben, und zwar in einem zweiten Video, und ich beende mal dieses erste Video.